Sehr gut. Hallo, Oliver, von dir. Von dir werden wir noch mit ein Thema wiedergehen. Von dir werden wir kicken. Von dir redet von sich durch eine Handgebung. Sich durch eine Ergebung. Das letzte Mal habe ich von sich durch ein Gebet. Und über das Gebet und zum all das brückt auch dort wie handgegeben sein. Die Bibel redet viel von dort wie sollen handgegeben sein. Wir brauchen mal wörtlich mal zu kicken, wo das erst handgegeben zu sein. Du waren viel Farschen auf Jürgen angegeben sein, aber wir wollen aber nicht alle betrachten, aber ein paar. In Kolosser 1, Vers 10 sagt dort, durch all mir Gott alles, was im Himmel und bei ihr gemerkt worden ist, was zu sein ist und was nicht zu sein ist, auf Thronen, Regierung, Herrschaften, Gewalten, dort ist alles durch arm und für arm gemerkt. Sein ist, aber nicht zu sein ist, und habe die in mir gemerkt. So werden wir uns handgeben für arm, dass wir können uns eine handgebende Person sein und dann habe ich sicher danach durch Gebet. Die letzte Rede von Gebet und von der von Handgeben. Wie denken Sie an den Körper, bloß für diese Erden, die wollen hier vergehen, das stimmt doch, aber dort wird uns sehr viel von dort eine Abgabe geben, wir sollen doch dann unseren Körper abpassen. In 1. Korinther 6, 19, 20, du sagst, aber wollt ihr nicht, dass dein Körper der Tempel für den Helden Jesus, der an dir wohnt, den die von Gott haben. Geh ihnen nicht selbst. Geh sind für einen deren Priest gekauft, du bist verherrlich Gott mit ihnen Körper. Schickt ihr mal, wir brücken den Sinn loszukommen, rein zu sein, und zum dort brücken wir sich zu haben, und wir brücken Gebete dort, woran, weil es uns Körper wird vergehen, aber du bist, hat Gott uns den Helden Jesus gegeben, dort wie, der ich den kann einfach mit einem Gemeinschaft haben, und wir sind für einen deren Priest gekauft. So, der Grund von einer Handgebung, sage ich dort. Nach einem Farschmeier, das ist dieselbe Farbe, die ich wieder unter ihr versucht, die 20. Farbe, die ich gelesen habe. Da fängt wie noch ein Farsch, 2. Korinther Kapitel 8, Vers 5. Du redest dort mehr von der Salz. Ich werde ihn nochmal lesen. 2. Korinther 8, Vers 5. Du sagst, das ist das. In der nicht mehr so aus wie gehobt haben, sei geben ihr sich selbst den Herrn Hand und dann noch ganz nur Gott seinen Willen. So, einen Hand geben. An selbst Hand geben und dann wird auch schon schauen, ob wir brauchen Hand geben zu sein für Christus, dann geben wir uns Gott ganz nur Gott nur seinen Willen. Du magst wohl einen besonderen Sieg kriegen. 1. Korinther 15, Vers 57 und 58. Du sagst, das ist das. Aber Gott soll dir dank worden, der uns durch unseren Herrn Jesus den Sieg gibt. Du, wie meine Brüder, steht falsch, lud dich nicht umschmieden, nehmt immer Tau an deine Arbeit für den Herrn. Denkt daran, dass deine Arbeit für unseren Herrn nicht für Jesus ist. Weil wir eine Arbeit für den Herrn, dann sagt er es nicht für Jesus. Weil wir nicht uns nur umschmieden, der höchste Wort, weil wir falsch im Glauben stehen. Weil wir Gott danken und loben, weil es durch Jesus Christus ja von uns den Sieg. Wie uns selbst, wir kennen sich nicht an. Wir brücken einmal Christus, das ist Nummer 1. Dann haben wir das von Gebet und von dir, dass wir auch handgegeben sind. Nicht alles erkennen selbst. Wir dürfen einmal der uns Hand geben und loben Christus an uns schaffen. Und da wird er schaffen. So, Gott ist sehr mit dir und hat einen schönen Tag wieder.